Hallo und herzlich willkommen hier wieder mal zu einem neuen Reaction-Video von mir, dem D-Spyro. Heute komme ich mal mit einem eher anderen Reaction-Video um die Ecke. Ich hatte schon vor einer ganzen Weile angekündigt, dass ich das mal machen würde. Wie gesagt, bisher bin ich leider nicht dazu gekommen wegen stressbedingtem Zeitausfall, wie ich ja schon in meiner letzten Reaction angekündigt habe. Aber worum geht's heute? Ich komme, nachdem ich schon damals eine Reaction zu einem GTA 5 Countdown mit den besten Fails und so weiter aufgenommen habe, dachte ich mir, da ich ja auch ein großer Fan von Red Dead Redemption 2 bin, mache ich auch dazu mal eine Reaction, wenn es dazu eine entsprechende Fail-Compilation gibt. Und die gibt es tatsächlich auf YouTube. Da bin ich schon mal vor einiger Zeit drüber gestolpert, dachte mir, das sieht echt gut aus, das wirst du dir mal reinziehen für eine Reaction. Und zwar von, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, Synxis. Sehr schwerer Name, by the way. Mit dem wunderbaren Titel When Red Dead Redemption 2 Hates You. RDR2 Unlucky Moments. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant und ich kann aus eigener Erfahrung auch sagen, man wird schon manchmal echt verfolgt von solchen unglücklichen Momenten. Da stirbt das Pferd einfach mal so oder man wird einfach von einem Tier angefallen. Da gibt es durchaus Potenzial. Oder zum Beispiel, man will einfach nur auf sein Pferd steigen und plötzlich fängt man an, eine Person zu packen und wird vom Gesetz verfolgt. Habe ich alles schon erlebt, aber ich denke mal, in dieser Fail-Compilation wird noch einiges vorkommen, was den Rahmen sowas von sprengen wird. Insofern legen wir einfach los mit der Compilation. So. Na, Maus will gerade nicht so, ich will jetzt will sie. Also, ich starte das Video von Synxis jetzt. Synxis. For gamers, by gamers. Haha, schöner Name. Legendary comment from the previous video. Okay. Wow. Auch nicht schlecht. Machen wir mal eben ein bisschen leiser, das ist sehr laut auf dem Ohr. So, besser. Das ist ja krass. Autsch. Oh oh, ich sehe es kommen. Das wird doch bestimmt gleich das Wasser runtergespült, oder? Oh nein! Wo kommt denn der Bär her? Oh oh. Also. Dieser Puma war definitiv auf einer Mission. Sein einziges Ziel war, ich will dich töten. Egal wie. Das war ja krass. Ich hätte jetzt erst gedacht, wenn er die Feder aus dem Adler rausruft, dann. Nee. Ich hätte erst gedacht, als er die Feder aus dem Adler rausrupft, dass er dann runterfällt dadurch. Aber. Was war das jetzt? Ach du Scheiße! Was zum Teufel war denn das bitte? Da ist doch gar nichts. What the fuck? Hä? Schießt er durch die Wand durch? Nein! Da rollt das Ding zurück, ey. Hä? Wo ist der denn?
Geil! Super! Landet einfach im Wassertrog. Upsi! Yep, upsi. Oh, Deutscher! Ist leider sehr schwer zu erkennen am Hintergrund. Ups! Nein! Idiot! Ey, nee, Alter, das hat der nicht gemacht. Eine verborgene Lichtquelle. Oh, ein Lagerfeuer. Ach du Scheiße! Das nennt man wohl verstecktes Feuer. Ups. Oh Gott, nein! Hä? Ja, das war ein super Wurf. Au. Juhu! Das war ja ein Flug, ey. Und ab unter den Zug, jawoll! Alter, sag mir nicht, dass der das überlebt. Das ist auch eine Möglichkeit, sich davon zu stehlen. Einfach unterm Zug verstecken, macht man ja. Wie kann der das überlebt haben? Das ist lächerlich. Ich sehe schon kommen, dass der Wagen gleich runterrollt. Oder so, so geht's auch. Es ist wirklich unglaublich, was da abgeht. Er wollte es einfach wissen. Er wollte dich einfach nur aufhalten. Thought I'd teach them a few things, you know. Couldn't hammer a nail to save their lives. Ain't that right, Curtis? Whatever you say, Paul. Look out! Oh. Ihr habt die ganze Zeit nur darauf gewartet, dass es umkehrt. Wenn das es umkippt, nicht umkehrt. Oh, I sure do appreciate this. You won't even know I'm here. Oh, got myself rightly turned around out here. Yeah, so 2 days or... Nein, ein Blitzeinschlag. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Dass es Blitzeinschläge schon gibt, das wusste ich aber, dass man von denen getroffen werden kann. Alter, nein, da schlägt er genau da ein. Geisterpferd. Ich frage mich, in welcher Version diese Videos... Jawoll! Es ist einfach großartig. Die Tiere sind alle auf einer Mission. Alle haben sie was gegen einen. Das ist unglaublich.
Hätte man halt nicht so viele von ihnen erschießen sollen. Boom. Aber das hat er überlebt. Oder auch nicht. Er säuft ab. Ja, er säuft ab. Aber wie gesagt, ich frage mich, in welcher Version diese Fehler entstanden sind. Das muss ja recht früh passiert sein. Obwohl mir das persönlich noch nie passiert ist, sowas. Zack. Ja, noch ein! Jawohl! Richtig so. Es ist unfassbar. How could you lose to that mangy thing? Ja, das war klar. Er schießt beide. Aber interessant, dass die Kugel von der Pistole wirklich durch beide Pferde durchgleiten kann. Oder bis zum zweiten durchkommen kann. Das ist krass. Und du fällst runter gleich. Selbstporträt. Synxize, zwei Daumen nach oben für dieses großartige Video, es ist ja der Hammer. Also diese Fail-Compilation, Alter, die hat ja wirklich alles geboten, ey. Alter Schwede, leck mich am Arsch. Das war einfach... Also wie gesagt, also so eine Szene habe ich tatsächlich noch nie gehabt in Red Dead Redemption 2. Also so krass zumindest noch nicht. Also am besten muss ich wirklich sagen, fand ich diese ganzen Geschichten mit den Tieren, dass die wie aus dem Nichts aufgekommen sind. Der Puma, der den Abhang ihn hat runterschleudern lassen, oder die Hirsche, die ihn einfach weggerammt haben. Wobei das mit den Tieren, die einen wegrammt, das habe ich tatsächlich schon mal erlebt. Allerdings nicht mit einem Hirsch, sondern mit einem Wildschwein. Das hat mich dann aus dem Nichts einfach umgerannt, als mit einem Scharfschützengewehr gerade einen Alligator erledigen wollte. Und dann zack, ist die Kamera rausgeschossen und ich wurde von so einem scheiß Wildschwein über den Haufen gerannt. Alter. Einfach nur super. Es ist einfach krass. Aber wie ich schon gesagt, also ich würde echt gerne mal wissen, in welcher Version diese ganzen Bugs mit dem, zum Beispiel mit dem Pferd, was im halben Boden verschwunden war, oder mit diesen ganzen Sprüngen einfach in die Luft, in welcher Version die passiert sind, weil, ganz ehrlich, das kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass das in einer sehr späten Version passiert ist. Ich weiß, dass die ersten Versionen noch sehr fehlerbehaftet waren und auch viele Bugs noch hatten, aber das kann ich mir irgendwie in späteren Versionen gar nicht mehr vorstellen. Na gut, sei es wie es sei. Trotzdem, ich hoffe, dass ihr auch euren Spaß hattet, so sehr wie ich ihn hatte, weil, ganz ehrlich, ich werde auf jeden Fall noch mal reinschauen bei ihm, was er da noch für andere Compilations... Vielleicht sind ja noch andere Red Dead Redemption 2 Compilations vorhanden bei ihm. Da werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Und wenn ich fündig werde, könnt ihr euch auch da auf eine neue Reaction von mir freuen. Ja, in dem Sinne habe ich nichts weiter hinzuzufügen. Ich hoffe, dass euch diese Reaction gefallen hat. Ich hoffe, dass auch der Synxize das hier vielleicht auch wahrnimmt. Mal schauen. Auf jeden Fall wünsche ich euch auch weiterhin viel Spaß bei meinen Reactions und ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Euer D-Spyro. Ciao!